Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier leben, vor 1,5 Wochen habe ich Ihnen versprochen, Sie laufend über den Stand der Dinge nach der Wahl zu informieren, und das möchte ich heute wieder tun. Ich habe die Zeit seit der Wahl genutzt, um Gespräche mit den Vorsitzenden aller Parlamentsparteien zu führen und mir einen Eindruck von den jeweiligen Positionen zu verschaffen und um ein klares Bild über die mögliche konstruktive Zusammenarbeit in einer künftigen Koalition zu entwickeln. Wie Sie wissen, meine Damen und Herren, muss eine Partei, die regieren will, die 50%-Hürde überspringen. Und wie das vorläufige amtliche Endergebnis zeigt, hat keine Partei alleine die erforderliche Mehrheit erreicht. Die stimmenstärkste Partei, die FPÖ, hat 28,8% erzielt, die ÖVP 26,3%, die drittstärkste, die SPÖ 21,1%, die viertstärkste, die NEOS 9,1% und die fünftstärkste, die Grünen 8,2%. Das heißt, jede Partei muss einen Partner oder mehrere Partner finden, um eine Regierung bilden zu können. Es braucht mindestens 2 der 3 größeren Parteien für eine künftige Zusammenarbeit. Dieser Punkt ist wichtig. Es braucht mindestens 2 der 3 größeren Parteien für eine künftige Zusammenarbeit. Bisher war es nach Wahlen üblich, dass der Bundespräsident den Vorsitzenden, die Vorsitzende der jeweils stimmenstärkste Partei mit der Führung von inhaltlichen Gesprächen beauftragt hat. Und das erscheint auf den ersten Blick auch durchaus sinnvoll. Aber diesmal ist ein unüblicher Fall eingetreten. Es ist vollkommen neu, dass es einen Wahlsieger gibt, mit dem offenbar keine der anderen Parteien regieren will. Die ÖVP schließt eine Zusammenarbeit mit einer FPÖ unter Herbert Kickl aus. Und SPÖ, NEOS und Grüne wollen mit der FPÖ grundsätzlich nicht regieren. Alle genannten haben diesbezüglich öffentliche und explizite Aussagen gemacht. Meine Gespräche gestern und vorgestern haben diesen Eindruck nochmals verstärkt. Herbert Kickl wiederum hat mir am vorigen Freitag aus erster Hand versichert, dass es die FPÖ in einer Regierung nur mit ihm als Bundeskanzler gäbe. Meine Damen und Herren, eine klassische Pattsituation. Das führt mich, das führt uns alle unweigerlich zur Frage, wie kommen wir aus dieser Pattsituation heraus? Auf der einen Seite die FPÖ als Wahlsieger und ihr Vorsitzender, der den Anspruch auf die Kanzlerschaft erhebt. Auf der anderen Seite niemand, der ihm ausreichend vertraut, um eine Koalition zu bilden. Mit wem sollte er dann sondieren, geschweige denn verhandeln? Also liebe Österreicherinnen und Österreicher, wie gesagt, bisher war es üblich, den Wahlsieger mit der Führung von inhaltlichen Gesprächen zu beauftragen. Aber wie Sie sehen, die Lage ist diesmal alles andere als üblich. Und der Respekt vor Ihnen, den Wählerinnen und Wählern aller Parteien, gebietet, dass wir hier sicher gehen müssen. Meinen alle Beteiligten wirklich ernst, was sie gesagt haben? Ich weiß, davon ist eigentlich auszugehen, natürlich. Aber ich will Klarheit, Klarheit für Österreich. Ich bitte daher die Vorsitzenden der 3 stimmenstärksten Parteien, Herbert Kickl, Karl Nehammer, Andreas Babler, Gespräche miteinander auf Parteichefebene zu führen und verlässlich zu klären, ob und welche wechselseitige Zusammenarbeit grundsätzlich vorstellbar ist oder wäre. Und ich werde die 3 Vorsitzenden Ende nächster Woche einladen, um vom Ergebnis zu berichten.
Ja, das ist neu in der Vorgangsweise, aber notwendig, um aus der Pattsituation herauszukommen. Und zwar ohne wertvolle Zeit zu verlieren. Wir brauchen Klarheit. Und wenn wir etwas nicht brauchen, dann sind es leere Kilometer. Sogenannte Sondierungsgespräche, die von vornherein und mit Ansage zum Scheitern verurteilt sind, das bringt Österreich nicht weiter. Die Angst zu gehenden Probleme sind zu groß und zu dringlich. Wir werden Lösungen brauchen für unser Land, auch neue Lösungen. Und wenn dazu diese neue Art des Gesprächs nötig ist, dann ist die Zeit gut investiert. Meine Damen und Herren, ich werde Sie wie immer umgehend und verlässlich informieren, sobald es eine Neuigkeit zu berichten gibt. Und ich danke Ihnen für heute, für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.